Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Mauro Heller. Ich möchte jetzt auch nicht unnötig Zeit vergeuden. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf Gesundheit und Ernährung. Älter, gesünder, wohlgenährt. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich habe mich sehr auf das Webinar gefreut. Ein spannendes Thema, Gesundheit, haben wir in der vergangenen Woche schon gestreift, im vergangenen Monat vielmehr schon gestreift. Ernährung auch ein Megathema, wahnsinnig spannend. Es gibt ja aktuell unheimlich viele Megathemen, vermeintliche Megatrends. Der Begriff wird sogar ziemlich inflationär verwendet. Also ich würde zum Beispiel sagen, E-Sports und Gaming, das ist jetzt nicht wirklich ein Megatrend, sondern einfach nur ein Trend. Wir befassen uns hier mit den echten Megatrends. Deshalb nochmal zur Erinnerung für alle, die vergangenen Monat vielleicht nicht dabei waren oder die es vielleicht schon wieder vergessen haben. Was ist denn überhaupt ein Megatrend? Man kann das ganz einfach zusammenfassen. Megatrends verändern unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und das unwiderruflich und langfristig. Ja, Megatrends sind wirklich Blockbuster des Wandels. Wie gerade schon gesagt, sie verändern eben Leben, Gesellschaft, Wirtschaft. Sie müssen in allen möglichen Lebensbereichen also auftauchen und dort eben dann auch Auswirkungen haben. Und das ist dann eben nicht nur der Konsum oder nur die Politik oder nur die Ökonomie, es ist immer alles auf einmal. Megatrends haben eine Halbwertszeit von 25 bis 30 Jahren. Also das sind auch keine Eintagsfliegen oder irgendwelche Trends, die es mal für 2-3 Jahre gibt, sondern das ist wirklich nachhaltig. Und sie sind prinzipiell auch von globalem Charakter. Also sie treten natürlich nicht überall gleichzeitig auf, aber sie gehen um die Welt. Es gibt viele Megatrends, die wir alle kennen, die unser Leben auch wirklich verändert haben. Die Industrialisierung, das Auto, die Erfindung des Telefons, das Internet, weil natürlich das Internet im Grunde der Megatrend Digitalisierung ist. Und da haben wir eben diese 25 bis 30 Jahre. Der ist ja auch bis heute noch immer sehr stark, dieser Trend. Und der hat sich immer weiterentwickelt und wird sich noch weiterentwickeln. Robotik, Automatisierung, autonomes Fahren. Teilweise auch Themen, über die wir in den kommenden Monaten noch sprechen werden. Megatrends bieten uns unheimlich viele Chancen, aber natürlich auch Risiken, weil man sich natürlich fragen muss, was passiert mit unserer Gesellschaft? Was passiert mit unseren Arbeitsplätzen? Was ist mit unseren Daten? Stichwort Digitalisierung. Also man kann schon sagen, dass Megatrends kleinere und auch größere Revolutionen auslösen. Und wir wissen ja alle, dass Menschen sich ein bisschen schwer tun mit Veränderungen und manchmal auch Angst davor haben. Aber langfristig ist es eben wirklich so, dass Gesellschaften vom Fortschritt von Megatrends profitieren. Wir können allerdings gar nicht so genau sagen, was ein echter Megatrend ist, weil das wird sich mit der Zeit erst zeigen. Manche Megatrends haben sich dann auch quasi als das Gegenteil, eben nur Eintagsfliegen entpuppt, von denen man dachte, es wären Megatrends. Also wir wissen nicht genau, was die Zukunft bringt. Das macht es aber ja auch so spannend. Es gibt natürlich jede Menge Studien, Prognosen von Zukunftsforschern, von Ökonomen, von Analysten. Und da habe ich geschaut, dass ich eine ganze Menge für diese Webinarreihe zusammentrage. Und es ist natürlich ein super spannendes Thema für Anleger. Investieren in Megatrends ist natürlich mit gewissen Risiken verbunden, aber eben auch mit vielen Chancen. Und der Disclaimer noch einmal vorweg: alle genannten Produkte heute Abend, alle Einzelaktien sind natürlich keine Empfehlung, keine Anlageempfehlung. Es sind Beispiele dafür, welche Unternehmen aktiv sind, welche Produkte es überhaupt gibt, aber bitte keine Anlageempfehlung. Ja, schauen wir nochmal ganz kurz, worüber wir reden werden. Die Demografie, die Mutter aller Trends, Megatrends haben wir schon hinter uns, die gibt's auf YouTube. Heute ist Gesundheit und Ernährung dran. Weiter geht's dann mit der Digitalisierung, der Urbanisierung und Infrastruktur und mit der Mobilität der Zukunft. Und wer sich einmal angemeldet hat, ist auch für alle Webinare angemeldet. Also muss man nicht nochmal machen. Ja, kleiner Rückblick auf den vergangenen Monat. Die Mutter aller Megatrends, Demografie. Das ist wirklich extrem. Die Demografie zahlt wirklich auf alle anderen Megatrends ein. Die UNO prognostiziert, dass die Weltbevölkerung bis 2030 um mehr als 1 Milliarde wachsen wird. Und es gibt Schätzungen, dass wir 2050, was ja so rasend lange auch nicht mehr hin ist,
bei über 9 Milliarden Menschen sein werden, die hier auf diesem Planeten leben. Die alle wollen, kleiner Ausblick auf heute, ernährt werden. Die wollen gut leben, die wollen gesund leben. Da passiert einiges. Die Menschen werden immer älter. Bis 2050 werden 80% der Weltbevölkerung im Alter von über 60 Jahren in den Emerging Markets leben. Also auch die Emerging Markets holen auf und haben richtig Druck drauf auf ihre Wirtschaftsentwicklung. Und mehr Wohlstand heißt eben auch, ich möchte mich besser ernähren, ich möchte gesünder sein. Ja, wir haben im Prinzip sowieso ein Problem mit Überalterung auf der Welt. In Westeuropa ist jede fünfte Person älter als 65. Das wird weitergehen, das wird noch mehr sein in einigen Jahren. Bis 2050 werden in 55 Ländern 30% der Menschen 60 Jahre und älter sein. Also das ist auch ein Riesenthema, auch mit Blick auf Gesundheit. Ja, und das ist eben, da sieht man es schon, diese Mutter aller Megatrends, die Demografie, zahlt halt wirklich auf alle anderen Megatrends ein und ganz, ganz besonders eben auf die Gesundheit und auf die Ernährung. Und um die werden wir uns heute Abend kümmern. Ja, Gesundheit. Wir werden älter und werden gesünder. Wir sind gesünder. Wir bleiben auch länger gesund. Das ist natürlich grundsätzlich sehr, sehr positiv für jeden Einzelnen von uns, aber gesellschaftlich und auch wirtschaftlich ist das natürlich eine riesige Herausforderung. Die Menschen müssen gepflegt werden, die Menschen müssen versorgt werden. Also das ist, es gibt immer weniger Menschen, die arbeiten, aber immer mehr Menschen, die in Rente sind. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir gucken uns den Megatrend einmal an, einmal grob. Also die Gesundheitsbranche profitiert natürlich absolut von diesem demografischen Trend. Es gibt viele strukturelle Wachstumstreiber. Wir haben einmal die alternde Gesellschaft. Wir haben das schon genannte starke Wachstum der Nachfrage aus den aufstrebenden Schwellenländern. Wir haben einen technologischen Fortschritt. Ganz extrem ist eben wirklich die Nachfrage und der Wohlstand in den Schwellenländern. Das wird sehr, sehr stark zunehmen. Und da ist es dann eben nicht mehr nur Nachfrage nach Luxusgütern, die wir im Moment ja auch oft sehen, sondern es ist eben auch die gesundheitliche Versorgung. Stichwort Fortschritt, Innovation, das ist natürlich auch super für die Anbieter. Die können nämlich oft relativ einfach sehr hohe, höhere Margen durchsetzen für ihre Produkte. Es gibt gute Gewinne im Gesundheitssektor und die wachsen. Die wachsen langfristig und immer weiter. Ja, und dann haben wir natürlich eine Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen, die weitgehend unabhängig von der Konjunktur ist. Denn wer krank ist, der muss Medikamente nehmen und das tut er egal, ob wir gerade eine Krise, eine Rezession haben oder ob die Wirtschaft brummt. Also wenn ich ein Herzleiden habe und Tabletten brauche, die nehme ich immer. Und auch wichtige Operationen, vielleicht verschiebt man sie mal. Jetzt in Zeiten von Corona möchte man vielleicht nicht ins Krankenhaus, aber wenn ich eine neue Hüfte brauche, brauche ich eine neue Hüfte und die werde ich dann irgendwann auch bekommen. Und ähnlich ist es ja auch mit Vorsorgeterminen, vielleicht auch jetzt in der Corona-Zeit, dass man da mal ein bisschen schludert oder mal einen Monat später zum Zahnarzt geht, aber irgendwann tut man es eben. So, das heißt, wir haben also eine konjunkturunabhängige Nachfrage nach den Dienstleistungen, nach den Produkten. Private und staatliche Gesundheitsausgaben steigen seit Jahren und die werden auch weiter steigen. Experten gehen sogar davon aus, dass die Umsätze und Gewinne der Branche sogar im Krisenjahr 2020 noch weiter gewachsen oder noch weiter wachsen. Wir wissen es ja noch nicht, wie es ausgeht. Also das geht immer noch gut zur Sache. Es ist nämlich so, dass die Corona-Pandemie das Geschäft beflügelt. Und zwar nicht nur, weil eben die staatlichen und privaten Gesundheitsausgaben bei der Bekämpfung der Pandemie steigen, das natürlich auch. Allein in den USA werden 130 Milliarden Dollar aus dem 2 Billionen schweren Konjunkturpaket direkt in den Gesundheitssektor fließen. Das ist extrem. Das ist ein Anstieg von 4% gegenüber dem Vorjahr. In Frankreich erhöht die Regierung die Ausgaben für medizinische Geräte um 3 Milliarden Euro. Und das sind halt eben nur zwei Beispiele, wo, und überall auf der Welt passiert das natürlich.
Und natürlich stützen auch wir Verbraucher das Geschäft, weil natürlich in so einer Corona-Pandemie das Bewusstsein für die eigene Gesundheit wächst. Also man schaut schon, dass man sich ein bisschen gesünder ernährt, dass man was für sein Immunsystem tut. Und da hat natürlich die Gesundheitsbranche auch jede Menge kleine bunte Pillchen und Pülverchen für uns bereit, die das Immunsystem stärken, oder es sind eben Vitaminpräparate. Also der Megatrend Gesundheit, der ist definitiv ein Megatrend. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu diskutieren. Die Nummer brummt. Aber wie sieht es für Anleger aus? Ich habe es mal renditestarke Beruhigungspille genannt. Denn Gesundheitsaktien sind eben defensiv. Sie sind besonders krisenfest. Im Crash haben sich die Gesundheitsaktien in der Regel besser gehalten. Und sie haben sich auch schneller erholt als andere Branchen. Das war im jüngsten Corona-Crash so. Und zwar, ich habe mir die Q1-Zahlen angeschaut. Der stärkste Rücksetzer war ja im März, Februar, März. Da hat der MSCI World minus 19% gemacht, oder vielmehr 19% verloren. Und der MSCI World Healthcare, der hat nur 9% verloren. Also ein bisschen weniger als die Hälfte, und hat sich auch sehr, sehr viel schneller wieder erholt. Also das ist da schon eine Beruhigungspille im Depot. Natürlich sind auch Gesundheitsaktien in einem Crash jetzt von dem Absturz nicht gefeit, weil das wissen wir alle, da gibt es einfach keine Branche, die sich auf einmal sensationell hält. Dass das so gelaufen ist, hat Experten übrigens überhaupt nicht überrascht, weil eben der Gesundheitssektor als so defensiv gilt und eben krisenfest. Und das hat sich Scope Analysis mal genauer angeguckt. Die haben sich die vier Krisen der jüngsten Vergangenheit angeschaut, also Tech-Krise, also um die Jahrtausendwende, das Platzen der Internetblase, Finanzkrise etc. pp. Und die kommen zu einem sehr eindeutigen Ergebnis. In 3 von 4 dieser Phasen haben sich die Gesundheitstitel als überdurchschnittlich robust erwiesen. Und am stärksten war das übrigens in der Finanzkrise 2008, 2009, was ja definitiv keine Pandemie war und keine Gesundheitskrise. Da hat der Gesundheitssektor zwar gut 25% verloren, das war aber das zweitbeste Ergebnis aller Branchen, und Finanztitel, Überraschung, haben doppelt so viel verloren. Also das ist wirklich schon so ein bisschen ein Sicherheitspuffer, defensiv, krisenfest, das funktioniert. Es gibt in Deutschland mehr als 50 Fonds und ETF mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Wenn man da mal reinguckt, wenig überraschend, das ist ja häufig so, ist der Anteil der US-Aktien sehr, sehr hoch, teilweise über die Hälfte. Also man muss sich da bewusst sein, wenn man da einen Fonds oder einen ETF wählt, dann ist es ein US-Investment oder zumindest zu einem großen Teil. Langfristig, das fand ich auch ganz spannend, da habe ich eine Geschichte vor einiger Zeit drüber geschrieben, wo mir Scope auch einige Fonds und ETFs analysiert hat. Langfristig liefern viele ETFs und Fonds 2-stellige Renditen pro Jahr, also über 3, 5, 10 Jahre. Und das ist ja schon wunderbar. Also das finde ich, damit kann man als Anleger ja eigentlich ganz zufrieden sein. Ich habe mal den Index dazu mitgebracht zu den ETFs. Das ist der MSCI World Healthcare. Da sieht man halt über die Jahre ziemlich stabil gestiegen. Gut, das sind die ganzen Börsen natürlich. Dann sehen wir den Absturz im Februar, März. Klar, jede Branche hat es erwischt, aber wir sehen eben auch den sehr, sehr schnellen Wiederanstieg, und seitdem geht es ein bisschen seitwärts, aber wir können davon ausgehen, dass da schon noch ein bisschen Musik drin ist, weil es gibt ja auch immer noch diesen Wettbewerb, wer kommt mit dem ersten Impfstoff und wer hat die besten Medikamente, und eben überhaupt dieser Trend auch zum Gesundheitsbewusstsein wird das schon noch ein bisschen befeuern. Und dazu kommt ja dann eben noch der langfristige Megatrend Demografie. Die größten Positionen im MSCI World Healthcare, viele USA, ich sagte es schon, wie bei allen anderen Produkten auch. Viele davon kennen wir natürlich, es ist eine Johnson & Johnson, es ist eine United Health Group, Roche Holding, Merck, Pfizer, Novartis. Das sind so die größten 5. Und was ich ganz spannend finde, auch wenn man sich das langfristig anschaut, habe ich jetzt leider keinen Chart mitgebracht. In diesem Jahrtausend hat der MSCI World ungefähr um die Hälfte zugelegt, also so 50%. Und die Aktien aus dem Gesundheitssektor, also MSCI World Healthcare, die haben sich verdreifacht. Also da sieht man das auch, das ist eben wirklich ein absoluter Trend, und viele Menschen setzen darauf, und die Geschäfte laufen, und sie sind eben krisenfest, sehr robust.
Und ja, ich würde sagen, es ist mehr als nur eine Beruhigungspille. Es ist eben wirklich auch echt ein Renditebringer. Ganz, ganz spannend. Ich habe mal geschaut, was so insgesamt die größten Player sind. Wie gesagt, wieder der Hinweis, es sind keine Empfehlungen. Es sind einfach nur Ideen. Es sind einfach, damit wir mal sehen, wer da wer ist. Johnson & Johnson, United Healthcare, Roche, Pfizer und so weiter habe ich gerade schon alle genannt. Die Top-Positionen in Biotech-ETFs, weil man kann ja nicht nur auf den MSCI World Healthcare setzen oder eben auch europäische Pendants, asiatische Pendants, da gibt es jede Menge, wenn man da mal in den ETFs suchen schaut und sich Gesundheit als Branche anzeigen lässt. Da gibt es also diverse Indizes. Ich habe jetzt einfach den prominentesten mir mal angeschaut. Dann gibt es natürlich neben Pharma, gibt es eben auch Biotech. Und da kennen wir natürlich auch einige Unternehmen, Amgen, Biogen, also das sind ja auch die großen amerikanischen wieder, die wir da sehen. Und das ist ja auch ein ganz spannender Wettlauf im Augenblick um eben den Impfstoff Pharma gegen Biotech, könnte man fast sagen. Vielleicht ist es aber auch Pharma mit Biotech. Das wäre jetzt wissenschaftlicher Vortrag, was da der Unterschied der Impfstoffe ist. So ganz habe ich es ehrlich gesagt noch nicht durchdrungen. Auf jeden Fall ganz spannend. Und da geht es ja um wirklich auch dicke Geschäfte. Wer kommt da zuerst mit dem Impfstoff? Welche Unternehmen schließen sich vielleicht auch zusammen, gehen eine Partnerschaft ein bei dem Thema? Wer ist auf welchem Markt stark? Wie viele Dosen werden da abgenommen? Es wird wohl einen Eintrag in die Geschichtsbücher geben für denjenigen, der das Rennen macht. Aber es wird eben auch sicherlich dicke Zahlen in den Bilanzen, in den Geschäftsbüchern hinterlassen. Und wer sind die prominenten Player im Rennen um den Corona-Impfstoff? Die haben wir in den Schlagzeilen in den letzten Wochen oft gelesen. BioNTech, CureVac, Johnson & Johnson eben auch, Sanofi, AstraZeneca, es gibt noch einige andere. Also das ist auf jeden Fall spannend und wir sehen ja auch schon an einigen Charts, an einigen Einzelwerten, dass viele Börsianer da wirklich auch drauf wetten, wer wird es oder zumindest denken, wer kriegt zumindest ein Stück vom Kuchen ab und wo lohnt sich da ein Investment. Also wenn man sich die Kurse anguckt, die sind schon teilweise richtig heftig gelaufen, vor allen Dingen eben bei denjenigen, die in den Rennen um den Corona-Impfstoff relativ präsent mit dabei sind. Ich finde, Gesundheit sollte man auf jeden Fall im Depot haben. Das ist ganz persönliche Meinung, keine Empfehlung natürlich, weil es eben wirklich ein Megatrend ist und weil das auch wirklich solide Geschäftsmodelle sind. Natürlich ist es immer so, Einzelwerte machen mehr Spaß, auch mir. Trotzdem bin ich eine überzeugte ETF- und manchmal auch Fondsanlegerin, weil ich eben gerne auf Risikostreuung setze. Man muss sich eben genau bewusst sein, wie immer bei der Geldanlage, welches Risiko will man eingehen, welches geht man ein. Und gerade wenn es um das Rennen um den Corona-Impfstoff geht, wenn man nur darauf schaut und nur darauf setzt, dann wird es halt wirklich riskant. Also man sollte sich die Unternehmen da schon sehr genau angucken, schauen, auf welchen Gebieten die noch stark sind, wo die noch richtig gut sind und dann eben auswählen. Ich finde die ETFs, die es da gibt und eben auch die Fonds auch sehr spannend, auch teilweise mit unterschiedlichen Schwerpunkten natürlich in den Fonds, weil es kommt ja auch noch dazu, wir haben ja einmal eben Pharma- und Biotech-Unternehmen, aber es gibt natürlich auch noch Medizintechnologie und da gibt es, teilweise sind da sogar Tech-Aktien mit in den Fonds, weil ja zum Beispiel auch Roboter immer öfter in der Pflege eingesetzt werden. Das sind teilweise menschengleiche Roboter, die wirklich Menschen zu Hause pflegen. In Asien gibt es das schon. Ich weiß gar nicht, ob es nur Pilotprojekte sind oder sogar schon echter Einsatz. Ich hatte gelesen in der Corona-Krise, dass in einigen Ländern Roboter zur Essensverteilung oder zur irgendwie Versorgung von Intensivpatienten auch eingesetzt wurden. Also da passiert jede Menge. Und das heißt, es sind nicht immer nur die klassischen Pharmakonzerne, die klassischen Biotech-Unternehmen, sondern das ist ein breiteres Feld. Und das lohnt sich sicher mal hinzugucken. Und ich finde, ganz gute Ideen kriegt man ja immer genau dann, wenn man eben mal in die Indizes reinguckt oder eben sich auch gute Fonds anschaut und mal sieht, was sind denn da so die größten 10 Positionen. Mehr verraten die Fondsmanager ja leider nicht, aber immerhin kann man sich die halt auch mal angucken und die Branchengewichtungen auch, weil es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Super spannend finde ich auch die Ernährung der Zukunft. Gesünder, wohlernährt.
Das ist natürlich auch ein super Thema. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn man so Kochshows sieht oder die ganzen hinter mir gäbe es da auch einige Kochbücher, die Bestseller werden, dass das so ein bisschen so ein Hype, so ein Hype-Thema ist. Aber nein, ist es nicht. Da steckt natürlich noch viel, viel mehr dahinter. Wobei das, worüber wir heute Abend reden, steht, glaube ich, nicht in meinen Kochbüchern. Ich habe sie nicht alle komplett gelesen, aber da geht es eben wirklich um mehr. Denn, jetzt hakt's, ich habe es vorhin ja schon gesagt, die wachsende Weltbevölkerung bringt eine steigende Nachfrage mit sich. Wir haben eben wirklich, nochmal zur Erinnerung, bis 2050 wahrscheinlich 9 Milliarden Menschen, die auf dieser Welt leben. Und die alle müssen ja ernährt werden. Die alle wollen ja was zu essen haben. Das Problem ist aber natürlich, unsere Ressourcen in der Landwirtschaft, die sind natürlich endlich. Wir haben keine zweite Welt und wir können auch nicht noch irgendwo, hier habe ich ein Puzzleteilchen auf dem Globus, wir können nicht noch ein Puzzleteilchen irgendwo dran basteln. Es bleibt eben bei den Ressourcen, die da sind. Und wir haben in den vergangenen 20 Jahren gesehen, dass die landwirtschaftlich genutzte Fläche nicht größer geworden ist. Es sind immer mehr Menschen, aber es wird nicht mehr Fläche landwirtschaftlich genutzt. Und wir haben eben einfach das Problem schwindender natürlicher Ressourcen. Und das werden wir auch nicht unbedingt aufhalten oder umkehren können. Und damit wächst natürlich die Notwendigkeit, eine wachsende Weltbevölkerung mit gesunden, mit erschwinglichen, das kommt ja auch noch dazu, und vollwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Aber wie soll das eben gehen? Da braucht es Ideen. Und gleichzeitig wollen wir dann ja auch noch Treibhausgasemissionen verringern. Wir wollen Umweltschäden verhindern. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Herausforderung für die Menschheit. Und da passiert schon eine Menge, aber vielleicht noch nicht genug. Es ist aber auf jeden Fall spannend zu beobachten. Es kommt nämlich auch dazu, dass sich unsere Einstellung zur Ernährung, zu gesunder Ernährung wirklich verändert hat. Und das hat aber auch teilweise noch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Also unser Konsumverhalten oder eben auch die Auswahl der Lebensmittel, damit haben wir natürlich jeder Einzelne von uns die Möglichkeit, dass wir einen eigenen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten. Und das ist ja nicht ein Trend, der mit Fridays for Future geboren wurde. Man kann natürlich ab und zu mal auf Fleisch verzichten oder gleich ganz auf alle tierischen Produkte. Das kommt nämlich nicht nur dem Tierwohl zugute. Massentierhaltung wollen wir ja eigentlich alle nicht mehr, sondern ist eben auch ökonomisch und eben vor allem ökologisch nachhaltiger. Und da merkt man echt ein absolutes Umdenken. Und das pflegt sich dann, es geht ja auch los damit, dass wir zum Beispiel keine, ich mache zum Beispiel nicht mehr diese Dreierpacks Paprika in der Plastiktüte. Das kaufe ich nicht mehr, die werden jetzt einzeln gekauft. Die eingeschweißte Gurke macht ja vielleicht Sinn, aber ich kaufe sie lieber frisch, esse sie sofort. Also das sind ja auch so Sachen, da geht es dann auch noch um Verpackung. Das kommt auch noch dazu, da denkt man im ersten Moment gar nicht dran. Es geht auch um Logistik. Wo kommen die Lebensmittel her? Wie werden sie transportiert? Wie werden sie haltbar gemacht? Ist das gesund oder eher ungesund? Also ganz spannend. Und dann haben wir natürlich den Trend, dass sich immer mehr Menschen, das eine bedingt auch irgendwo das andere, eben vegan ernähren oder eben vegetarisch, ist dann noch nicht ganz so heftig. Man merkt eben immer mehr kleine Startups, aber eben auch die etablierten Großkonzerne, die Nahrungsmittelhersteller à la Nestlé und Danone, die wollen auf dieser, ich nenne es mal fleischfreien Welle natürlich mitreiten. Und man glaubt es gar nicht, aber vegane Produkte sind ein gigantischer Wachstumsmarkt. Ich habe mal Zahlen hier. Es gibt in Deutschland im Moment schätzungsweise 8 Millionen Vegetarier und 1,2 Millionen Veganer. Das sind also knapp über 9 Millionen. Und das entspricht dann eben etwa 10% unserer Gesamtbevölkerung, also jeder Zehnte. Tendenz steigend. Und dazu kommt dann noch eine andere Zielgruppe. Das sind die Flexitarier. Das sind, ist ein neuartiger Begriff und der beschreibt eben Menschen, die nicht gänzlich auf Fleisch oder andere tierische Produkte verzichten, aber eben doch gelegentlich oder die eben nur noch ausgewählt Fleisch essen. Und als Flexitarier, das ist eine Zahl von einem Ministerium, würden sich mittlerweile in Deutschland 55% der Deutschen bezeichnen. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt so bezeichnen, aber so Fleisch oder tierische Produkte, freie Tage habe ich auch.
weil ich eben auch gemerkt habe, das ist alles zu viel, was wir da tun und das kann so nicht funktionieren. Das hat jetzt nichts aber damit zu tun, dass ich zur Veganerin oder Vegetarierin werde, aber man geht ja ein bisschen anders mit dem Thema um. Und da sieht man eben, dass das kein Nischenmarkt mehr ist, dieses vegane oder vegetarische Produkte-Regal, was man früher vielleicht ein bisschen belächelt hat. Das ist eben wirklich ein Massenmarkt geworden, absolut massentauglich. Und die Analysten der Unternehmensberatung Kearney sehen da immer noch extreme Wachstumschancen, bei diesen Fleischersatzprodukten besonders. Im Augenblick ist der gesamte Markt derzeit bei etwa 1 Billion US-Dollar. Und sie glauben aber, dass der Anteil der veganen Fleischersatzprodukte, ich muss mal kurz auf meinen Zettel gucken, von derzeit etwa 20 Milliarden Dollar innerhalb von 5 Jahren auf bis zu 100 Milliarden Dollar ansteigen könnte. Und bis zum Jahr 2040 sollen es dann schon 450 Milliarden Dollar sein. Das ist echt Nachfrage, das ist heftiges Wachstum. Und davon können wir natürlich als Anleger profitieren, aber nicht nur davon, es gibt da eben auch noch andere Themen. Es ist eine heiße Wette fürs Depot vielleicht, noch, man weiß es nicht. Es gibt natürlich unzählige Möglichkeiten, von diesem Trend zu profitieren. Wir können in die Produzenten von Rohstoffe wie Sojabohnen oder Erbsenproteinen investieren. Wir können in die Hersteller von eben fertig verzehrbaren Produkten investieren. Wir können Zulieferer von Geschmacksaromen als Nutznießer dieses Trends ausmachen. Die großen Lebensmittelkonzerne, da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Wir erinnern uns alle an die spektakuläre Neumission von beispielsweise Beyond Meat und das ist ja nicht die einzige gewesen in den vergangenen Jahren. Das sind natürlich neue Player, aber es gibt eben auch etablierte Konzerne wie eine Danone oder Nestle oder Kerry Group. Das ist ein Hersteller von Inhaltsstoffen für Nahrungsmittel, die da eben auch sich in diesem Markt tummeln und die natürlich alle diesen Trend auch erkannt haben und diese Welle eben auch reiten. Und sie müssen es ja auch einfach tun. Also ich kann als Anleger in wie immer auf Einzelwerte setzen, entweder auf die etablierten Konzerne, die da eben gerade einen Wandel durchmachen und immer mehr in diese neuen Geschäftsfelder gehen. Oder ich nehme eben die Startups, die jungen Wilden, die spektakulären Neuemissionen. Da gibt es ja auch immer wieder welche. Das ist natürlich dann ein bisschen riskanter, aber es ist auf jeden Fall total spannend. Es gibt Fonds, die diesen Trend spielen. Es sind aber einige wenige, die wirklich nur auf Ernährung und vielleicht noch plus Agrarwirtschaft gehen. Bei den meisten ist das Thema Ernährung so ein Teilaspekt. Es sind ganz häufig Nachhaltigkeitsfonds, weil das die Themen ja zusammenhängen, die eben auf die Ernährung der Zukunft auch setzen, neben anderen Themen. Es sind mitunter auch Gesundheitsfonds, es sind Demografiefonds, die eben auch dieses Thema als Zukunftsthema sehen. Wie ernähren wir uns später? Welche Unternehmen sorgen dafür, dass es was zu essen gibt für alle später? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber es sind wirklich wenige Fonds, die speziell auf das Thema gehen. Ich habe gleich zwei Beispiele dabei, wie immer natürlich die genannten Titel, keine Empfehlung. Ganz neu ist ein ETF auf den Foxberry Thematica Research Sustainable Future of Food Index. Wer den Namen erfunden hat, der gehört, naja, lassen wir das. Den gibt es erst seit, ich glaube, es war der 3. September. Emittent kann ich ja auch verraten, ist Rice. Und es ist wirklich Europas erster ETF für nachhaltige Lebensmittel. Ich habe den Chart jetzt nicht mitgebracht, weil ein Chart von zwei Wochen zeigt, das geht einfach nur wild hoch und runter. Das ist, glaube ich, nicht aussagekräftig. Den Index habe ich leider auch nicht gefunden. Aber die größten Werte, die habe ich mal mitgebracht. Beyond Meat mal wieder. Kennen wir alle, Fleischersatzhersteller pflanzlicher Fleischimitate, wie es richtig heißt, US-Konzern. Euglena ist ja eine Alge, ist ein japanischer Konzern, der hauptsächlich im Gesundheits-, Energie- und Umweltgeschäft tätig ist und dann eben viel auf diese Algen setzt. Sigcombi-Block ist, da sind wir mal bei den Verpackungen. Die machen nämlich, stellen her und vertreiben Verpackungen aus keimfreiem Karton für Getränke und flüssige Lebensmittel. Auch das gehört natürlich zur Ernährung der Zukunft. Wie verpacken wir es? Was machen wir damit? Dann gibt es Vitasoy International Holdings. Das ist ein Lebensmittelhersteller.
aus Hongkong, die machen viele Sojaprodukte, da gibt es ja auch jede Menge, teilweise auch Fleischersatz. Dann haben wir eine Calovo Growers, Lebensmittel, Avocado-Industrie ist das, Amerikaner. Aber es sind eben auch wieder wirklich etablierte Unternehmen drin, die man auch kennt, wie Danone oder Evonik. Und das ist ganz spannend und Experten gehen davon aus, dass da noch einige Börsengänge folgen werden in den kommenden Jahren. Vor allem kleinere Startups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es sind viel eben diese pflanzenbasierte Fleischimitate, mit denen da gearbeitet wird. Aber eben nicht nur, es gibt auch jede Menge andere Themen. Und das ist natürlich spannend, wohin da die Reise geht. Eben wirklich von der Ernte, vom Anbau hin bis zur Verpackung und zur Lieferung, zu Lieferketten. Super spannend. Und ich habe mal gelesen, es gibt mittlerweile Gewächshäuser, weil wir ja eben nur eine begrenzte Agrarfläche haben, Gewächshäuser oder eine Art Gewächshäuser, wo verschiedene Etagen, Hochhäuser sind das, mit verschiedenen Böden und verschiedenem Klima und das Ganze ist so ein geschlossener Kreislauf, wo also mitten in der Stadt in einem Hochhaus auf relativ begrenztem Raum ja dann eben die Ernte von 20, 30 großen Feldern eingefahren werden kann. Also auch das ist natürlich Ernährung der Zukunft. Können wir irgendwie neue Ressourcen auf so eine Art und Weise erschließen? Ich glaube, das Unternehmen, was das macht, ist noch nicht börsennotiert, könnte aber auch noch kommen. Also ich glaube, da warten noch jede Menge neue Player auf uns und die kommen auf Ideen oder sind schon auf Ideen gekommen. Die hatten wir beim Einkaufen im Supermarkt noch nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall einen Blick wert. Und auch da würde ich wahrscheinlich eher wieder auf die Risikostreuung setzen, auch wenn natürlich das Einzelwerte investiert viel, viel witziger ist und viel, viel mehr Spaß macht und im Zweifel auch die besseren Renditen bringt. Aber das Risiko ist natürlich schon groß, deswegen heiße Wette. Es sind viele Player im Markt und die sich um dieses Geschäft kümmern. Das sind etablierte Konzerne, aber es sind auch viele junge Wilde dabei. Teilweise werden die vielleicht auch von den Großen gekauft, wie das ja immer so ist. Kleine Revolution, die dann im Keim erstickt wird. Das ist bei den Fintechs ja gesehen. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was man sich als Anleger anschauen sollte. Ich würde sagen, die Ernährung ist wahrscheinlich eher eine Beimischung, während die Gesundheit schon ein bisschen größerer Teil im Depot sein könnte. Und wir gucken uns mal an, wie sich Ernährung denn, wie das läuft, wie gut das ist, wie an der Börse. Ich habe jetzt exemplarisch zwei Fonds mitgebracht. Das liegt daran, es gibt eben, wie gesagt, nur ein ETF. Den Chart des Indizes habe ich leider nicht gefunden und der ETF mit zwei Wochen, den Chart wollen wir uns, glaube ich, nicht angucken. Hier sind Fonds von Pictet, Nutrition heißt der. Der setzt eben auf die Ernährung der Zukunft, eben auch auf die ganze Wertschöpfungskette. Man sieht ihn hier im Vergleich, wie er läuft zum MSCI All Country World. Ich sehe zwar jetzt das Ende des Charts nicht, aber wir sehen ja, es ist jetzt nicht die Mega-Rendite, aber es ist natürlich schon so, dass man damit auch ein bisschen nachhaltig dann investiert. Und es ist die Frage, ob man diesem Thema nicht die Chance gibt nach vorne raus. Weil ich glaube, dass dieser Trend, der kriegt jetzt gerade erst Fahrt. Also das nimmt jetzt erst Fahrt auf. Ich habe vorhin die Zahlen genannt, was da beim Fleischersatz oder bei veganen Produkten an Wachstum erwartet wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwann auch mal ein bisschen anders aussieht. Ein weiterer Fonds ist von Dr. Jens Erhardt, DJE Agrar und Ernährung. Da geht es eben, wie der Name schon sagt, auch stark um Agrar, weil das ja auch eben eng zusammengehört. Da sieht man auch die Fondsentwicklung. Es sind zwei Beispiele, wo man vielleicht auch mal reingucken könnte und schauen kann, was sind da die Einzelwerte, in die investiert wird. Welche Ideen haben die Fondsmanager? Welche auf den Webseiten der Anbieter stehen ja häufig auch Beiträge noch dazu. Nachrichten bei Pictet habe ich es auf jeden Fall gesehen, wo noch mal ein bisschen tiefer in das Thema eingestiegen wird, wo noch ein paar Studien zitiert werden. Und da kann man sich dann mal überlegen, wo man da vielleicht ein bisschen investiert, wo man ein bisschen beimischt. Wie gesagt, die Ernährung der Zukunft, das ist wirklich noch ein Zukunftsthema sehr weit weg. Die Gesundheit ist, glaube ich, greifbarer. Und die Gesundheit ist natürlich auch besser prognostizierbar, weil wir eben einfach, das Thema ist eben einfach einfacher zu definieren und zu sehen. Aber ich finde, das gehört eigentlich beides zusammen. Und es machen ja auch viele aktive Fondsmanager eben, dass sie in den Gesundheitsfonds auch das Thema mitspielen.
Ich bin schneller durch die Präsentation, als ich gedacht habe. Da haben wir ganz viel Zeit für Fragen. Ich würde mich freuen, feuerfrei. Danke für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Gibt es Fragen? Ich muss mal gerade gucken. Ich kann mal gucken. Mal gerade schauen. Ob ich das wieder. Jetzt komme ich an die Fragen ran. Keine Fragen bisher. Niemand eine Frage. Gerne ins Kommentarfeld schreiben. Ins Fragenfeld. Keine Frage? Aber dann würde mich interessieren, wie Sie das Thema sehen, ob Sie schon investiert haben, ob Sie es wollen, wie weit Sie sich da schon informiert haben, ob es eher die Gesundheit ist oder eher die Ernährung der Zukunft. Man hört mich aber, oder? Hier kommt, jetzt geht's. Ja, man hört mich. Ja, ich sehe hier einmal, dass jemand vorhat, in den MSCI World Healthcare zu investieren. Ja, meine Wahl wäre wahrscheinlich für mich persönlich, keine Anlageempfehlung, wäre es wahrscheinlich auch ein ETF. Ich finde es immer unheimlich schwierig, die besten Fonds auszuwählen. Dann würde ich mir fast eher zutrauen, mich für Einzelwerte zu entscheiden. Deswegen bin ich auch immer. Das ist auch immer sehr spannend. Und hier lese ich gerade, da möchte jemand in andere Trends investieren, Gaming und Online-Einkauf. Also das wäre dann eher so unter dem großen Digitalisierungsthema. Ich finde Gaming und E-Sports auch spannend. Das ist auch ein definitiv ein Trend, aber es ist natürlich kein Megatrend. Das ist dann schon eher ein Teil der Digitalisierung, über die wir ja auch noch reden würden. Online-Einkauf wäre dann quasi E-Commerce, also auch Digitalisierung, denke ich. Naja, und hier kommt gerade von einer Dame, die zwar noch nicht investiert hat, aber sie lebt selber vegan und würde gerne in den Bereich Ernährung investieren. Ja, das passt natürlich irgendwie zusammen. Das passt ja auch ein bisschen dazu, dass ja viele Menschen, die eben wirklich die Umwelt schon schützen wollen, die mit Ressourcen nicht so verschwenderisch umgehen, jetzt das Thema nachhaltige Geldanlage so für sich investieren. Das finde ich auch total wichtig, dass man das tut. Weil man hat ja immer so gedacht, das ist ein bisschen so Gutmenschen Geldanlage. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber man hat immer so gedacht, okay, da tut man dann was Gutes mit seinem Geld. Anlegen mit gutem Gewissen ist ja auch eine beliebte Überschrift. Aber am Ende ist die Rendite oft sogar höher, aber auf keinen Fall unbedingt schlechter als eben bei anderen Produkten. Und das ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, ähnlich jetzt, wenn es um diese Ernährung der Zukunft geht, vegetarisch, vegan, wie auch immer. Also ich glaube, der Bereich Ernährung ist dann auch einer, den Investoren so nach und nach für sich entdecken werden, weil es eben einfach unsere Lebenswirklichkeit ja auch irgendwo widerspiegelt. Und ich habe die Zahlen vorhin genannt, wenn jetzt schon 10% der Deutschen vegetarisch oder vegan leben, 55% sich als Flexitarier bezeichnen, dann sind da ja nur noch 35% übrig, die damit nichts zu tun haben wollen. Das heißt, die sind ja eigentlich in der Minderheit. Es kann eigentlich für Investoren nur spannend sein. Kommt noch, war echt ein cooler Vortrag. Vielen Dank dafür. Bargeldloses Bezahlen kommt hier noch als eine Geschichte. Das ist ja auch wieder Digitalisierung. Das ist derselbe Herr von vorhin. Ich sehe schon, Sie sind ein Digitalisierungsfan. Wir werden uns dann bei einem der nächsten Webinare sicherlich wiedersehen und hören. Ja, das ist natürlich auch total spannend. Und aber ich finde trotzdem, man sollte ja nicht nur auf einzelne Themen setzen oder auf einzelne Megatrends. Und also ich hatte Gesundheit, wenn ich ganz ehrlich bin, vor dieser Corona-Krise als eher langweiliges Thema für Investoren. Es sind ja diese total drögen Pharma und naja, vielleicht Biotech ist noch ein bisschen spannender. Nicht so richtig auf dem Schirm als Renditebringer. Aber wenn man dann sieht, wie gut die immer durch die Krisen kommen und
wie das deren Geschäft eigentlich befeuert wird, nicht nur durch Krisen, sondern eben durch Demografie. Ich habe es wirklich für mich entdeckt und ich habe mittlerweile auch investiert mit einem ganz langfristigen Ansatz, weil ich einfach denke, das kann ja eigentlich nur gut gehen, oder? Ja, hier kommt auch nochmal gerade den ETF, den ich genannt habe, sehr spannend. Ja, ich fand den auch spannend. Ich werde mir den nochmal sehr, sehr genau angucken. Ich hatte nämlich lustigerweise, als ich das Thema hier vorgeschlagen hatte, gesehen, okay, es gibt keinen ETF, es gibt nur diese ganzen, man findet ihn übrigens bei Suchen auch nicht unter irgendeinem Megatrend, sondern unter Basiskonsumgüter, weil da nämlich diese ganzen Food and Beverage Sachen drin sind, also Lebensmittel. Und da habe ich ihn dann auf einmal entdeckt und gedacht, wow, das ist spannend. Wie gesagt, gibt es erst seit einem Monat, kann man noch nicht viel über die Entwicklung sagen, aber das Thema wird auf jeden Fall sehr klar und sehr ordentlich, ordentlich in Anführungsstrichen, also sehr, sehr konsequent durchgespielt, weil wir das natürlich bei einem anderen Lebensmittel-ETF oder auch Fonds, der auf Ernährung setzt, klar wird das Thema auch da gespielt, aber eben auch alle möglichen anderen. Ich finde das ETF auch echt spannend, auf jeden Fall. Also ich werde es mir auch nochmal sehr genau angucken. Welche ETF gibt es im Bereich Medizintechnik? Ui, ich habe keine Datenbank im Kopf, leider, aber das finden Sie bestimmt bei CapTrader ganz einfach. Es gibt viele Gesundheits-ETFs, die sehr stark eben wirklich auf Pharma oder und Biotech setzen. Viele Indizes haben aber Medizintechnik mit drin. Ob es wirklich so einen speziellen ETF gibt, nur auf Medizintechnik, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, es gibt den einen oder anderen Fonds, der da einen starken Schwerpunkt drauf legt. Das habe ich schon mal gelesen, aber ETF ist da, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kommt da auch noch was, weil ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Megatrends jetzt wirklich, da kommen immer mehr Sachen. Es gab erst so ein bisschen Digitalisierung, aber es gibt ja auch bei E-Gaming und E-Sports gibt es ja auch nur einen ETF, jetzt bei der Ernährung der Zukunft einen. Also ich glaube, da kommt jetzt eine ganze Menge, die so auf diese Themen gehen. Das haben wir ja schon in den letzten Monaten erlebt, da war es aber noch nicht so, so speziell. Ich könnte mir vorstellen, da kommt einiges hinterher. Hier kommt nochmal die Frage, das war der ETF zu der Ernährung der Zukunft. Da ist die Frage, dass sie überlegt noch, welche Gewichtung da Sinn macht. Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen auf die eigene Anlagestrategie an. Es kommt natürlich auf den Anlagehorizont an. Und am Ende muss man ja natürlich davon überzeugt sein, was man wahrscheinlich als Vegetarierin war oder Veganerin. Ist man das dann wahrscheinlich? Ich würde die Gewichtung aber ehrlich gesagt nicht zu hoch setzen, weil da sind eben auch sehr viele sehr junge Unternehmen drin, da sind sehr innovative Unternehmen drin. Das hat natürlich Innovation immer gut, toll, Fortschritt, aber es kann natürlich auch mal was schief gehen. Ich würde da vielleicht keine Empfehlung, wie gesagt, aber ich würde bei solchen ETFs, bei solchen Themensachen, die sehr speziell sind, eigentlich nie mehr als 5% des Aktienanteils aus dem Depot investieren. Ist so meine Meinung. Kann man anders sehen, kann man anders machen. Aber man ärgert sich natürlich, wenn die dann super laufen und man hat da zu wenig von. Aber ich wäre da trotzdem nicht ganz so risikofreudig und würde so wahnsinnig durchgehen. Bedeutet die Entwicklung der Welt nicht, dass Land deutlich teurer werden sollte? Ja, gute Frage. Es wird ja viel darüber diskutiert, was mit dem Land passiert, was mit Ackerflächen, Agrarflächen passiert. Es ist eigentlich ein sehr, sehr teures Gut. Das ist wohl wahr. Nur wenn das Land deutlich teurer wird, wer soll sich das dann noch leisten können? Wer soll sich leisten können, es zu bestellen? Und wie teuer sollen Lebensmittel dann werden? Also es ist ja auch genau das Problem. Wir haben diesen gleichbleibende Menge an Land, ob das so billig oder teuer ist, ist ja dann eigentlich fast noch egal, aber man muss ja irgendwie mehr Menschen, viel, viel mehr Menschen versorgen und dann muss man natürlich die Ressourcen gut nutzen. Da sind wir übrigens auch relativ schnell bei so Themen wie Düngemittelhersteller und solche Dinge oder eben Maschinenhersteller, Landwirtschaft, Agrar, heißt ja auch zum Beispiel in Aktien zu investieren, vielleicht von einem Landmaschinenhersteller, auch das kann in diesen Fonds mitgespielt werden. Das ist ein bisschen wie Medizintechnik bei der Gesundheit. Also es ist schon ein breites Feld. Und wenn man überlegt, von wo Feld im meisten Sinne des Wortes, was da so alles bei Ernährung, bei unseren Lebensmitteln vorher passiert, wie sie verarbeitet werden, wie sie angebaut werden, also erst angebaut, dann verarbeitet, das ist auf jeden Fall ja auch eine politische und eine gesellschaftliche Frage. Aber das ist ja auch genau dieses Ding, Megatrends,
verändern uns halt wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch. Also es geht halt alles. Und das sind dann diese Diskussionen, die natürlich auch geführt werden müssen, weil irgendwo muss die Nahrung für 9 Milliarden Menschen in ein paar Jahren herkommen, klar. Ja, da sind wir, ja, kommt es gerade noch. Agrarwerte wurden nicht besprochen. Saatguthersteller und Düngemittelhersteller werden wohl auch profitieren. Wie ist da die Meinung zu Bayer? Also ich möchte ehrlich gesagt keine Meinung zu Einzelaktien sagen. Wir kennen alle Bayers Probleme mit Monsanto, der Übernahme, den Glyphosat-Prozessen. Teilweise gab es da schon Vergleiche. Da gab es einigen Ärger. Die eine Seite sagt, es ist krebserregend. Die andere sagt, das stimmt alles nicht. Das kann ich nicht beurteilen, so tief stecke ich da nicht drin. Ja, aber klar, es geht auch um Saatguthersteller und Düngemittelhersteller eben. Wenn wir nur Ressource XY haben, aber leider viel, viel mehr davon bräuchten, muss man natürlich schauen, wie man das meiste, das Beste aus dem Boden rausholt. Und da sind wir dann eben bei Saatgut und Düngemittel auf jeden Fall. Und das ist eben auch in einigen Fonds mit drin. Ganz sicher bestimmt bei der Dr. Jens Erhardt, weil er ja eben, Ernährung und Agrar, so heißt der ja sogar der Fonds, also da kommt man ja gar nicht drum rum, natürlich. In der Gesundheit ist man ja schon ausreichend desinfiziert, Johnson & Johnson und so weiter. Ja, wenn man natürlich ETF-Anleger ist, ich bin das ja eigentlich, wenn ich nicht gerade in meinem Spielgelddepot auch mal so einen Trend spiele oder mal Einzelaktien kaufe, aber in meinem langfristigen Depot setze ich ja eigentlich nur auf ETFs. Und dann ist man natürlich bei den ganz dicken, bei den alteingesessenen, bei den etablierten Konzernen, ist man dann natürlich sowohl bei der Gesundheit als auch bei der Ernährung investiert. Dann hat man eine Johnson & Johnson, man hat eine Amgen, eine Bio, ja, was hat man noch? Biogen hat man wahrscheinlich, man hat Nestlé etc. pp. Klar, das ist aber auch immer genau meine Botschaft, wenn man in ETFs investiert, dass man bitte reinguckt, sich den Index anguckt. Das ist manchmal mühsam, wenn man einen Index mit 1300 Werten hat. Das braucht man auch nicht bis zum Ende, aber dass man sich mal so die ersten 10 bis 15 anguckt, Werte. Wir kennen alle das Beispiel, was so viel durch die Presse geht, gerade im S&P 500, 500 größten amerikanischen Werte, haben die 5 Tech-Aktien, die Big Five, fast 25% Anteil. Das sollte man einfach wissen. So, und das, so ist es eben auch, eine Johnson & Johnson hat da einen großen Anteil etc. pp. Also man sollte da immer genau hingucken. Im Zweifel kann man dann sagen, okay, dann kaufe ich doch lieber eine Aktie von einem ganz jungen Unternehmen, was ein bisschen riskanter ist, weil ich ja die Dickschiffe, die konservativen, die etablierten Unternehmen im Endeffekt schon in meinen Fonds und ETFs habe. Klar, auf jeden Fall. Könnten Sie noch etwas zur Gewichtung sagen? Wie würden Sie im Gesamtportfolio Healthcare und Ernährung gewichtigen? Mit wie viel Prozent? Ja, also das ist so. Das kommt immer auf mein Depot an, wie ich aufgestellt bin. Das kommt darauf an, was ich für ein Anlegertyp bin, eher risikoaffin oder risikoavers. Das kommt natürlich auf meinen Anlagehorizont an. Ich würde sagen, was ich vorhin auch schon mal kurz sagte, Gesundheit ist sicherlich eher ein Kerninvestment. Da kann man ein bisschen mehr investieren. Ob das 10% oder 15% des Depots ist, das muss jeder für sich entscheiden und vor allen Dingen, ob es dann über Einzelwerte und wie viele tut oder über einen Fonds oder ETF. Bei der Ernährung der Zukunft würde ich, glaube ich, noch ein bisschen zurückhaltender sein. Viele Sachen nehmen da gerade erst Fahrt auf. Das ist natürlich schön, früh dabei zu sein. Aber vielleicht kommt ja noch was ganz anderes als Beyond Meat, weiß ich nicht. Also das ist ja, das nimmt ja alles gerade erst Fahrt auf. Deswegen nicht so viel. Also bitte auf keinen Fall in solche Themen 50% des Portfolios befördern. Das sind wirklich, wie gesagt, Healthcare ist schon ein bisschen Basisinvestment, da kann man ein bisschen mehr zuschlagen. Aber bei der Ernährung der Zukunft würde ich noch ein bisschen Piano machen. Aber auch das persönliche Meinung. Wenn Sie absolut von diesem Thema überzeugt sind und glauben, das ist der Megatrend schlechthin, dann können es vielleicht auch 10% sein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das sind, man sagt ja, es gibt ja diese Core-Satellite-Strategie. Da hat man ein Core, also einen Kern. Da hat man vielleicht einen ja, weltweit investierenden Aktienfonds oder ein paar Standardwerte, wenn man Einzelwerte macht. Die sind der Kern. Und dann hat man so ein paar Satelliten, kleinere drumherum. Und die haben dann vielleicht, wenn der Kern 50% hat, haben die Satelliten, vielleicht hat man 10 oder 5 Satelliten, die entsprechenden Prozente dann. Man kann das leider nicht pauschal beantworten, weil dazu müsste ich wissen, wie Sie sonst investieren und anlegen. Ich hoffe, das hilft trotzdem ein bisschen.
ob ich was zu künstlicher Intelligenz sagen kann und welche Firmen da bekannt sind. Das würde ich hinten anstellen, weil wir haben nämlich beim nächsten Mal das Thema, ist es doch dann schon, Digitalisierung. Und da wird es natürlich auch um KI gehen. Und ich würde sagen, das lassen wir dann fürs nächste Mal übrig. Aber da werde ich auf jeden Fall was zu sagen. Das ist ja auch hochspannend, betrifft wahnsinnig viele Branchen, betrifft übrigens auch im Zweifel dann die Gesundheit, klar, weil da ist ja auch einiges im Rennen. Gibt es noch weitere Fragen? Gibt es noch Fragen? Ich glaube nicht. Na, ich bin im falschen Film. Wie schaut es bei Ernährung mit einem Read aus? Ja, das kann man sich vielleicht überlegen, aber ich wüsste nicht, welchen speziellen es da wirklich gibt. Das sind im Prinzip auch eine Art Immobilienfonds auf Agrarland. Muss ich passen, ehrlich gesagt, habe ich mir nicht angeschaut. Aber wenn es welche gibt, ja, warum nicht? Aber das ist natürlich, wenn man dann nur ein Produkt auf Agrarland nimmt, ist das natürlich wieder wahnsinnig wenig Risikostreuung. Ne? Aber ja, könnte auch spannend sein. Das genau. Ah, jetzt geht's weiter. Wie sieht es mit Unternehmen aus, die Wasserrechte aufkaufen? Nestle, Coca-Cola etc. pp. Ja, das Problem ist natürlich bei den großen alteingesessenen Unternehmen. Die haben natürlich nicht nur das Thema, wo wir gerne investieren würden. Also eine Nestlé ist ja häufig schon in die Kritik geraten für das eine oder andere. Und das ist natürlich schwierig, dann zu sagen, ich nehme die jetzt oder. Also da muss man immer genau hingucken und sich wie immer bei der Geldanlage das Unternehmen genau anschauen und dann eben für sich entscheiden, ist das, was hier kritisch ist, so kritisch, dass es für mich ein Ausschlusskriterium ist und das Unternehmen nicht ins Depot kann, oder ist das, was sie gut machen, das, was sie zum Beispiel zur Ernährung der Zukunft beitragen, wo sie da aktiv sind, ist das gut. Aber wie gesagt, ich möchte mich zu Einzelwerten, also nicht mit einem Finger hoch oder Finger runter äußern, aber das ist natürlich ein Problem, gerade bei diesen Megatrends. Also das Problem ist es eigentlich nicht, das ist die Herausforderung für die Unternehmen. Diese Megatrends kommen auf und nehmen immer mehr Fahrt auf und die müssen natürlich ihre Geschäftsmodelle überarbeiten. Die müssen ihre Geschäftsmodelle auf diese neuen Megatrends ausrichten, sonst werden sie überholt und abgehängt. Und das müssen natürlich auch die Danones, Nestles etc. dieser Welt tun. Und das tun ja auch die großen alteingesessenen Pharmakonzerne. Also man muss ja einfach mit der Zeit gehen und Dinge dann anders machen. Aber deswegen stellt man natürlich nicht sein altes und vielleicht gerade kritisiertes Geschäftsmodell komplett ein. Deswegen ist das immer so ein bisschen, das ist wie das Thema Nachhaltigkeit. Wie setzt man es um? Gibt es klare Ausschlusskriterien oder nimmt man den Besten der Branche? Da gibt es ja auch ganz verschiedene Dinge, wie man es ansetzt. Und das muss jeder Anleger da für sich leider entscheiden und überlegen, ob so ein Unternehmen darf oder nicht darf, also ins Depot darf oder nicht darf. Hier kommt noch eine Anmerkung. Ich habe bereits angefangen, bin trotzdem noch sehr am Anfang, besitze bereits 2 ETFs. Was sehen Sie als sinnvoll an? Lieber viele ETFs mit kleinen Beträgen oder weniger mit höheren Beträgen? Also, da sind wir natürlich wieder bei der Frage, welcher Anlagetyp bin ich? Was habe ich für ein Ziel? Ein Depot sollte niemals zu unübersichtlich werden. Also, wenn Sie da irgendwie lauter 500-Euro-Positionen haben, 20, 30 davon, das hat ja keiner mehr unter Kontrolle im Griff. Und deswegen würde ich da auch gerade für Anfänger zu diesem Core-Satellite-Depot raten. Da hat man dann halt sein Core, das können ja 2 ETFs sein, meinetwegen auf den MSCI World, also Weltaktienindex, und den MSCI Emerging Markets, das kann ja mein Core sein. Und dann habe ich eben vielleicht noch 5, 6, 7 kleine Satelliten drumherum mit geringeren Beträgen. Ich würde es aber nicht zu unübersichtlich machen und vor allen Dingen, wenn ich sehr, sehr viele ETFs habe, sind wir wieder bei dem Moment, bitte reingucken. Weil wenn ich einen Nasdaq-ETF habe, habe ich mega viel Technologie. Klar, es ist die US-Technologiebörse. Habe ich auch noch den S&P 500, ich habe es gerade gesagt, sind 25% fast auch Tech. Und fast 25% sind nur 5 Aktien. Also das wird dann, man muss es ja irgendwie managen können und sich gut angucken können. Deswegen nicht übertreiben.
Diversifizierung, Risikostreuung ist gut, ist wichtig, tun ETFs aber sowieso. Aber bitte nicht hier ein bisschen, da ein bisschen. Das hat man irgendwann nicht mehr unter Kontrolle. Und ich weiß, wovon ich spreche, aber genau so habe ich vor 20 Jahren angefangen. Lauter klitzekleinen Positionen, das totale Chaos. Kann ich das Webinar nochmals nachhören? Ja, das wird geschnitten, glaube ich, bearbeitet und kommt dann auf YouTube. Ich glaube, den Link findet man dann auf der Seite von CapTrader. Das findet man auf jeden Fall. Was sagen Sie zu Einzelaktien in den Bereichen zum Beispiel Beyond Meat? Da sind wir wieder dabei. Keine Empfehlung, ist immer schwierig. Ich weiß, Sie würden so gerne wissen, ob ich Daumen hoch oder Daumen runter sage. Es ist ein spannendes Unternehmen. Der Aktienkurs ist wahnsinnig gelaufen. Hat aber auch schon Rücksetzer gesehen. Man muss sich da wirklich seine eigene Meinung bilden. Ich empfehle immer, neben Presseberichten, da findet man ja viel auch über Google, auch mal Analystenberichte zu lesen. Auch die findet man ja teilweise über Google. Was sagen die dazu? Die können sehr tief reingucken, die sprechen mit den Vorständen, die kommen da wirklich nah ran. Und dann muss man sich seine eigene Meinung bilden. Es ist auf jeden Fall für mich eine absolute Überraschung gewesen. Die sind ja, glaube ich, sind jetzt schon 2 Jahre an die Börse gegangen, wie diese Aktie abging. Weil ich hatte diese Branche ganz ehrlich selber nicht auf dem Schirm. Weil ich bin weder, wie gesagt, Vegetarierin noch Veganerin. Ich esse wahnsinnig gerne Fleisch. Wenn ich mich bewusst entscheide, mal kein Fleisch zu essen, dann esse ich aber auch kein Fleisch und esse auch keinen Fleischersatz. Nur wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sieht man eben, es ist irgendwann nicht mehr für alle Fleisch da. Also spätestens, wenn 9 Milliarden Menschen auf der Welt leben, dann ist nicht mehr für jeden Fleisch da. Dann muss es Fleischersatz sein. Und es soll ja super gut schmecken, also deswegen, die Branche ist auf jeden Fall total, der Bereich ist spannend. Zu Einzelaktien leider keine Meinung, sorry. Was für mich die finalen ausschlaggebenden Punkte sind, um zu investieren. Also, für mich muss das Ganze zu meiner Strategie passen. Die ist bei mir ein bisschen besonders. Im Hintergrund, vielleicht sieht man oder hat man es vorhin gesehen, mein Buch Einfach erfolgreich anlegen. Da sind ETF-Portfolios drin, die aber sehr breit gestreut sind. Also eher MSCI-Indizes, MSCI-Unterindizes, Value, Substanzaktien, Dividendentitel etc. pp. Da sind überhaupt keine Brancheninvestments noch drin. Dann habe ich aber noch, ich nenne es mal Spielgelddepot, soll aber gar nichts mit Zocken oder Casino zu tun haben, wo ich mal Sachen ausprobiere und was mache. Und das mache ich dann auch mit ein bisschen kleineren Summen. Und ausschlaggebend für mich ist immer erstmal, ich muss so eine Geschichte sehen, einen Trend sehen und an Unternehmen glauben. Also ich habe, keine Empfehlung, ich sage es jetzt einfach mal, in der Krise auch ein ETF auf den MSCI World Healthcare gekauft. Weil ich eben erstens gesehen habe, wie die Aktien reagieren, weil ich sagte, das ist eine Pandemie, das wird uns noch länger begleiten. Und dann kam eben, die habe ich nämlich dann in der Geschichte verbraten, diese Scope-Analyse, dass Gesundheit in Krisen immer gut läuft. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist krisensicher, das ist defensiv, es ist aber im Moment auch ein Riesenthema, da setze ich mal was drauf. Und genauso habe ich mir E-Gaming und E-Sports angeguckt und habe mir angeguckt, was ist da im Moment die Geschichte, wie sind die Zahlen, was gibt es für Analysen, was gibt es für Prognosen, wie das sich weiterentwickelt. Ich meine, Analysten können auch schiefliegen, natürlich. Aber das gucke ich mir dann an und dann schaue ich mir das Produkt an, wie viele Aktien sind da drin, was sind da die Player, passt das für mich und dann schlage ich zu. Man kann sich, glaube ich, nie zu 100% sicher sein, weil es gibt bei der Geldanlage natürlich immer Chancen und Risiken und manche Risiken sehen wir einfach nicht. Wer hätte im Januar gedacht, dass wir ab Mitte März für 11 Wochen zu Hause sitzen, weil wir eine Pandemie und einen Lockdown haben. Also das sind so Sachen, ja. Das passiert dann einfach. Und dass eine super gut funktionierende Lufthansa auf einmal alle Maschinen am Boden hat, damit hat ja auch keiner gerechnet. Also man muss da irgendwie für sich irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, so jetzt investiere ich oder ich lasse es. Weil man kann sich wahrscheinlich gerade im Zeitalter des Internets mit sowas von vollsaugen mit Informationen, dass es dann irgendwann auch too much ist. Wobei ich jetzt auch nicht zum übereilten Investieren raten würde. So, weiter. Mittlerweile werden schon große Landflächen von Investoren gekauft. Teilweise kommen die klassischen Landwirte nicht mehr zum Zug. Ja, auch das ist definitiv ein Problem. Und da sind wir wieder bei genau dem, was eben ein Megatrend auch ausmacht, dass eben politisch, gesellschaftlich, ökonomisch sich einiges verändert und einiges in Wallung kommt. Und an dem Moment ist es eben so, dass Investoren sagen, die großen Landflächen zu kaufen, ist ein gutes Geschäft.
die kann ich weiter verpachten und ja, dann wird es für die Landwirte teurer. Die Gefahr ist natürlich wirklich, dass dann irgendwann unsere Lebensmittel auch immer teurer werden, eben aus diesen Gründen. Das ist ja eine Spirale, es wird ja alles weitergegeben. Auf jeden Fall, also das ist auch ein Thema und ich denke, das ist auch ein Thema, wo politisch immer mal wieder darüber geredet werden wird und geredet werden muss. Ja, das ist dieses Vertical Farming. Ich sehe Chancen im Vertical Farming. Das waren diese Hochhäuser, die ich vorhin meinte. Also wo sie quasi Landfläche sparen, viel Wasser, viel Personal sparen, weil es ein geschlossenes Ökosystem ist. Geht aber nur für frische Produkte wie Salat und Kräuter. Genau, also geht nicht für alles. Ich finde das super spannend. Ich stelle mir die Frage, ich glaube, in Asien gibt es das teilweise auch schon oder so erste Pilotprojekte. Ich bin Düsseldorferin. Ich bin mal gespannt, wie die Menschen hier reagieren, wenn irgendeiner auf die Idee kommt, so ein Vertical Farming, so ein Hochhaus mitten in die Stadt zu befördern oder zumindest an den Stadtrand. Weil das ist natürlich super spannend. Düsseldorf, nicht so weit zur holländischen Grenze. Hier kommen ganz viel Salat und Kräuter eben wirklich aus Holland mit den LKWs angefahren. Und man könnte es aber viel, viel billiger wahrscheinlich haben, wenn man hier auf die grüne Wiese irgendwo am Stadtrand oder ein bisschen weiter draußen das hinstellt. Dann muss das Gemüse nämlich nicht mehr der Salat oder so nicht mehr stundenlang Auto fahren und 23 Mal verladen werden, sondern ich habe im Zweifel dann da den Laden oder es wird eben nur noch ein paar Kilometer verladen. Ja, super spannend. Ich finde es auch eine super Geschichte. Das wird auch kommen, denke ich. Mal gucken, wie schnell oder langsam und wo zuerst. Aber es ist die Idee ist auch einfach großartig, es einfach mal umzustapeln, wenn es eben in die Breite nicht geht. Hier kommt noch die Anmerkung, ich baue mir ja dann lieber einen eigenen ETF mit 100 Werten und gleichgewichtet im Einstand. Ja, das kann man natürlich machen, wenn man sich die Mühe machen möchte, so viele Unternehmen zu analysieren und zu bewerten, was ja auch Spaß macht. Ich bin ja auch leidenschaftliche Börsianerin, dann kann man das natürlich machen. Das kostet natürlich alles Zeit. Es ist immer die Frage, ist man besser als der ETF oder besser als der Fondsmanager oder schlechter? Klar, aber ich finde es eigentlich auch spannender, es selber zu machen. Aber mir persönlich fehlt die Zeit, obwohl ich mich den ganzen Tag mit Börse ja, auseinandersetze. Aber das sind dann eben, ich bin Journalistin, das sind dann eben Geschichten oder ich bereite ein Webinar vor. Aber ich kann ja nicht in so wahnsinnig viele Werte so tief einsteigen, dass ich mir ein Depot mit 100 Werten zusammenbaue. Und hier ist dann auch die Anmerkung, gleichgewichtet im Einstand. Ja, das haben wir natürlich im ETF und im Fonds auch, dass verschiedene Papiere unterschiedlich hohen Anteil haben und man das vielleicht gar nicht möchte, sondern eben möchte, dass jede Aktie den gleichen Anteil hat, auf jeden Fall. Es ist viel Arbeit, man muss viele Entscheidungen treffen. Drück Ihnen die Daumen. So, jetzt kommen hier noch ein paar Lobeshymnen. Vielen lieben Dank dafür. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und kommt noch ein Danke, dass ich so viele Fragen beantworte. Das mache ich doch super gerne. Wunderbar. Ja, ich glaube, wenn es keine Fragen mehr gibt, haben wir es, glaube ich, für heute geschafft. Ich hoffe, ich konnte wirklich ein bisschen Input geben. Man muss da wahrscheinlich ein bisschen weiter drauf rumkauen, ein bisschen weiter analysieren und sich Sachen ein bisschen genauer angucken. Ich denke, es werden in nächster Zeit noch einige ETFs und Fonds nachkommen. Es wird Börsengänge geben, die man sich vielleicht auch anschauen kann und ein bisschen mit spekulieren oder spekulieren. Also ich nenne das Wort spekulieren immer nicht so negativ, wie es viele andere Journalisten nennen. Spekulieren heißt auf eine Entwicklung in der Zukunft setzen. Qua Duden. Also das hat nichts mit Zocken zu tun. Also ich finde, es sind auf jeden Fall Themen, die man sich angucken kann. Und ja, bei der Ernährung der Zukunft, ich schaue mir den ETF auch nochmal ganz genau an, weil das finde ich echt klasse. Das ist gerade pünktlich zu unserem Webinar, als wir die Termine festgezogen haben, haben wir das natürlich nicht gewusst, pünktlich zum Webinar, das Papier zum Webinar gibt, super Timing. Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für heute, für die Aufmerksamkeit. Ich beantworte gerne immer wieder auch Fragen auf Facebook, auf LinkedIn, also einfach melden, wenn noch irgendwas ist und freue mich auf alle, die auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei sind oder bei der übernächsten. Und ich denke, da werden wir noch spannende Themen erarbeiten. Dann war es das von mir. Vielen lieben Dank und einen wunderschönen Abend noch. Ja, Frau Schwarzer. Auch vielen lieben Dank von unserer Seite aus, von CapTrader. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Webinar mit Ihnen hier wieder. Und ich denke, ich spreche im Namen von allen, wenn ich sage, wir freuen uns definitiv auf die nächsten drei Termine mit Ihnen wieder. Ich mich auch.
Einen schönen Abend. Tschüss. Gut, schönen Abend allerseits. Wiederhören.